Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Nach Episode 8 war der Schaden an der Ersten Ordnung sehr groß. Snoke war tot, sein gigantisches Flaggschiff ist dahin, sowie auch ca. 20 andere Sternzerstörer und eine Dreadnought. Nun erfährt aber nicht jeder gleich, was Sache ist, das kann sich ziemlich lange ziehen. Und so stellt sich die Frage, wie haben eigentlich die Offiziere und so weiter auf all diese Verluste und vor allem auf den Tod des obersten Anführers reagiert? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Doch Freunde, zunächst einmal zu dem Sponsor von diesem Video. Sie waren so freundlich, dieses Video hier zu sponsern, was mir hilft, diesen ganzen Bums am Laufen zu halten. Es geht um Raid Shadow Legends, ein ganz neues und verheißungsvolles RPG-Spiel des Jahres 2019, das die Welt der Mobile Games revolutionieren wird. Dazu kommt noch, das Game ist vollkommen kostenlos und es gibt über 400 Champions, die man sammeln und individuell customizen kann. Innerhalb von nur 6 Monaten hat dieses Spiel 10 Millionen Downloads erreicht, was ja auch kein Wunder ist, wenn man sich mal die Grafik und Details von diesen Champions anschaut, die man übrigens auch individuell einrichten kann, indem man die Artefakte auswählt und einmalige Mastery-Builds für den Champion baut. Raid entwickelt sich sehr schnell weiter und das neue Faction Wars-Feature ist jetzt auch live. Außerdem gibt es für neue Spieler ein Belohnungsprogramm, wo du in den ersten 90 Tagen tägliche Belohnungen bekommst. Das Game hat über 300.000 Bewertungen und ist somit fast perfekt gerankt. Also baller dir das Game jetzt in der Beschreibung. Du findest mich dort auch unter dem Namen Nico Bumst alles und du kriegst auch noch 50.000 Silber sowie einen epischen Champion obendrauf als Teil des Neueinsteigerprogramms. Gönnung! Aber nun zurück zur Frage, wie hat die Erste Ordnung auf Snokes Tod reagiert? Dazu schauen wir uns mal die Poe Dameron Comicreihe an. Leia hat den Black Squadron beauftragt, so viele Verbündete des Widerstands aufzusuchen wie möglich und ihnen im Kampf gegen die Erste Ordnung zu helfen. Poe wiederum sollte zurückbleiben und bei der anstehenden Evakuierung von Dekar helfen. Der Black Squadron ist dann irgendwann auf Ikrug angekommen, eine Welt, die von der Ersten Ordnung unterjocht werden soll. Sie befindet sich im mittleren Rand. Als der Premierminister sich aber weigerte, sich der Ersten Ordnung zu beugen, holte er Hilfe bei dem Widerstand per Signal. Die Stadt Grail City wird nämlich nun von einem Heavy Cruiser der Ersten Ordnung namens Fortitude bombardiert. Sie haben zwar noch ein Schild zur Verteidigung, doch gibt es in dieser Stadt halt Sympathisanten der Ersten Ordnung, die das Verteidigungsnetz lahmgelegt haben und somit wären sie so ziemlich am Arsch, sobald der Schild fällt. Der Black Squadron hat sich nun aufgeteilt, Jess und Cyrilinda sind in die Stadt gekommen, um das Verteidigungsnetz wieder zu aktivieren, während Snap und Kara die Erste Ordnung beschäftigen und sie in der Luft ablenken. Nur sind da halt etwas viele TIE Fighter. Ich frage mich halt jetzt schon irgendwie, was man sich genau da gedacht hat bei dieser Stelle. Sie sind jetzt irgendwie dezent in der Unterzahl und die beiden unten in der Stadt sind auch am Hasseln, nur wird Cyrilinda halt ein Loch in die Brust geschossen. Sie scheint aber trotzdem okay zu sein. Keine Ahnung, zu welcher Spezies die Olle gehört, aber wenn die einfach so Blasterschüsse aushalten können, ich hoffe, so einfach ist das nicht, denke ich nicht, aber dann sind sie schon ziemlich overpowered. Um an die Kontrolle zum Verteidigungsnetz zu kommen, müssen sie an ein paar bösen Buben vorbei und scheinbar kann die Olle auch Säure spucken, was dazu führt, dass deren Gesichter laut Jess sehr eklig aussehen. Die kann sie dann halt selbstverständlich auch allesamt abknallen. Cyrilinda sagt dann nettes Schießen, als wäre das jetzt noch irgendwie schwer und Jess antwortet nettes Spucken. Ja. Naja, es geht ja um Snokes Tod, deswegen also weiter im Text. Poe kommt dann und hilft den beiden in der Luft, die halt sonst draufgegangen wären, hätte er sie nicht gerade so noch gerettet. Nach dieser Rettungsaktion verbindet sich Poe mit den Offizieren der Fortitude und verkündet denen mal spontan die Nachricht, yo, ich bin nicht tot, so wie ihr das glaubt, anscheinend wurden die missinformiert. Wer weiß, was da abgeht und der sagt ihnen halt noch, yo, Snoke ist aber tot. Genauso wie sein Flaggschiff Supremacy, 20 Sternzerstörer und eine Dreadnought. Der Colonel, oder die Colonel, ist halt eine Frau, glaubt den Scheiß aber nicht, während zwei andere Offiziere ebenso Poes frohe Kunde hören und sich direkt erstmal fragen, wer zur Hölle denn jetzt die Erste Ordnung anführt. Der eine antwortet, vielleicht ja Hux, über den hat er jetzt nichts gesagt, doch der Colonel unterbricht die beiden und beleidigt sie, denn ihrer Meinung nach lügt Poe eindeutig. Und das ist alles recht interessant zu sehen, denn die Schlacht auf Crait ist jetzt schon ein Weilchen her. Die im mittleren Rand von der Ersten Ordnung haben aber scheinbar immer noch keinen Schimmer, dass Snoke 2 geteilt wurde und was die sonstigen Schäden betrifft. Jedenfalls, man hat es dann noch geschafft, das Verteidigungsnetz wieder zu aktivieren, aber man hat halt vorher noch die Fortitude abgeknallt.
Ja, Freunde, das war der Abschluss von der Poe Dameron Comic-Reihe. Ich habe das Ganze jetzt etwas zusammengefasst dargestellt, weil halt der Fokus auf Snokes Tod und die Erste Ordnung war. Die scheinen vollkommen planlos gewesen zu sein. Da sieht man mal wieder, wie riesig die Galaxie doch ist. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie Snoke seine Prätorianergarde folterte, schaltet euch das Video im Abspann. Wenn es da nicht mehr ist, dann im angepinnten Kommentar gemeinsam mit den Links zu... Gönnt euch das Game, ansonsten bumst die Abo-Glocke, wenn ihr nichts mehr bezüglich der kommenden Star Wars-Produktion verpassen wollt. Ansonsten haut doch nicht rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.